Liebe Freunde, willkommen zu einem kleineren Informationsvideo, würde ich sagen. Und zwar, ja, es ist mal wieder soweit, dass wir das beliebteste Format auf diesem Kanal mal wieder ein bisschen befeuern. Und zwar, Wollo ist krank. Ne, doch. Fucking krank. Ihr seht eventuell schon, hier, das ist hier vom Setup ein bisschen merkwürdig. Ich zeige euch das mal. Und zwar sitze ich hier auf so einem... Ich sitze auf so einem... wie schimpft sich das? Schlafsofa. Ja, genau. Und das Schlafsofa, das immer in der Ecke da stand, ist jetzt im Moment... ja... Es war ein Versuch, sagen wir es mal so. Aber warum Versuch? Und was ist denn los? Und so. Keine Ahnung. Wenn ihr mir über Twitter folgt, dann wisst ihr schon. Alle, die mir nicht auf Twitter folgen, die kriegen jetzt die Information. Und zwar hat es mich mal wieder erwischt. Und zwar ein bisschen doller. Und natürlich auch wieder so, dass ich derbe ausfalle. Ist auch mit der Grund, warum ich das jetzt hier in Videoform mal bringe. Denn auf Twitch mache ich mich aktuell auch ziemlich rar und kann nicht viel machen. Was mir das Leben mittlerweile auch ein bisschen schwer macht, muss ich gestehen. Ein bisschen schwer. Und wir reden jetzt mal darüber, über die ganze Geschichte. Und zwar ist so seit... es ging vor 3 Wochen los, aber seit 2 Wochen ist es richtig schlimm. Habe ich einen Bandscheibenvorfall. Yay! Was ist das? Ist es sozusagen Rücken, ne? Rücken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Schmerzen im Rücken hätte, sondern stattdessen kriege ich Krämpfe in den Beinen. Wenn ich laufe... Oder wenn ich sitze. So, ich sitze jetzt auch, aber ich sitze. Ich bin ja so zurückgelehnt, ne? Und oh, das ganze Setup ist jetzt für dieses Video so beschissen, dass es gar nicht in Worte zu fassen. Ist es wirklich nicht. Es ist so beschissen. Aber gut, ne? Wir machen es trotzdem. Es muss ja jetzt mal raus an die Öffentlichkeit. Ja, sitzen ist nicht lange drin. So vielleicht 10 Minuten, bevor es richtig losgeht mit den Schmerzen. Laufen. So ein bisschen durch die Wohnung laufen geht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Treppen runtergehe, ist danach schon direkt Schluss. Also ich kann nicht einkaufen. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ihr müsst euch vorstellen, seit 3 Wochen liege ich auf dem Sofa und friste mein Dasein. Es ist schrecklich. Und das Ganze in Kombination mit dieser Affenhitze ist einfach nur pervers. Und was noch erschwerend hinzukommt, was mich richtig abfuckt. Was mich richtig abfuckt, ist die Tatsache, ich habe ja auch noch Morbus Crohn, das ist ja eine chronische Darmerkrankung, bla bla. Und wenn es heiß wird, ist sie besonders schlimm. Und inwiefern ist sie schlimm? Durchfall. Durchfall, es fuck. 20 Mal am Tag? Locker. Locker, also ich stehe nachts gehe ich locker 6-7 Mal. Toilette, morgens dann noch 3 Mal, tagsüber, andauernd. Aber 20 Mal am Tag gehst du andauernd. Und ist bei der Hitze schlecht. Ich sage, wie es ist. Ist nicht gut, weil es tut irgendwann weh. Es tut ganz schön weh. Es tut so weh. Es ist nicht nur so, dass mein Bein mit Wadenkrämpfen mich umbringen möchte. Nein, mein Arsch tut mir auch so dermaßen weh. Und das Nervigste an der ganzen Sache ist, ich sollte eigentlich letzte Woche Montag eine neue Therapie bekommen. Weil die alte ja nicht angeschlagen hat und ich dann auch so viel Angst hatte, dass ich mich da gar nicht mehr hingetraut habe, weil das halt so schlimm war. Man erinnert sich vielleicht an Videos wie Wollo kann nichts mehr essen, weil Herpes in der Speiseröhre und oder nichts mehr trinken, weil Schmerzen des Todes. Das war ja auch unter anderem dadurch. Das letzte Medikament. Das neue soll auch ohne Ende Nebenwirkungen haben, aber... Man gibt die Hoffnung ja nicht auf. So, und das sollte ich eigentlich letzte Woche Montag bekommen. Das läuft darüber ab, dass ich mir selber Spritzen setzen muss. Und ich hätte montags die Schulung dafür bekommen. Und dann wäre das losgegangen. Aber montags sah es so aus, ich habe es kaum zur Toilette geschafft. Vor Schmerzen. Und wenn ich dann auf Klo war, wieder zurück, aufs Sofa gelegt, dann... Oh Gott, Kämpfe. Also, wäre nicht möglich gewesen, zum Arzt zu kommen. Keine Chance. Tja. Und so habe ich dieses Zeug nur nicht bekommen. Und immer noch nicht. Und jetzt ist... Das ist Kacke. Ist enorm Kacke dadurch. Der Crohn, der könnte jetzt besser sein. Der könnte jetzt besser sein. Wurde mir auch noch durch den Bandscheibenvorfall genommen. Und was halt besonders... Was halt wirklich schlimm ist. An dieser Stelle möchte ich auch einmal sagen, Dankeschön an Ken, der einen geilen Fuffi dagelassen hat.
Vielleicht während des Streams beim letzten Mal, ich weiß es nicht. Dauert bei Ken immer lange, bis es ankommt, deswegen weiß ich nicht, aber vielen Dank, Mann. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Ich kann seit 3 Wochen nicht mehr richtig arbeiten. Einige haben es gemerkt. So, und ich merke vor allen Dingen an den Viewerzahlen aktuell. Also, dazu muss man auch sagen, was streame ich momentan? Ich streame aktuell, wenn ich streame, so ein bisschen vom Sofa aus. Bedeutet, ich lege mich aufs Sofa und wir labern ein bisschen. Wir unterhalten uns ein bisschen, ein bisschen chillig Musik. Gammeln halt, wie es Freunde, wie wir halt tun. Und das ist auch eigentlich ganz nett. Aber auch da sehe ich so ganz klar, das Interesse wird weniger oder die meisten haben mich vergessen. Keine Ahnung. Ist auch mit so einem Grund, warum ich dieses Video jetzt hier bringe. Um mich nochmal einmal in euer Gedächtnis zurückzuwinden. Und dann auch gleich den Hinweis zu geben, ich denke mal, ich werde heute auch nochmal streamen. Wie lange? Das weiß ich nicht. Wann genau? Weiß ich auch nicht. Behaltet YouTube im Auge, behaltet Twitch im Auge oder Twitter, Leute. Twitter ist eigentlich die beste Anlaufstelle für Informationen. Dann werde ich auch alles verlinken. Ansonsten gibt es noch einen kleinen... Es kommt jetzt ein kleiner Mini-Aufruf. Scheiß doch drauf. Scheiß der Hund drauf. Zum einen, ich werde zwei Links werde ich unten reinpacken. Einmal den Amazon Reflink. Wer also was über Amazon kauft und keinerlei Zusatzkosten haben will, aber mich dennoch unterstützen will, über diesen Link auf Amazon einkaufen. Ihr landet bei einer Nintendo Switch, das ist aber völlig egal, ihr könnt danach kaufen, was ihr wollt. Wird dann alles auf mich gelockt, wäre absolut phänomenal. Außerdem bin ich bin heute frech, ja. Ich bin jetzt mal kackfrech und pack meinen Tippystream Donation Link rein. Wer also eine kleine Spende da lassen möchte, um mich in dieser bitterschweren Zeit zu unterstützen, denn ich mache mir langsam Sorgen. Ich falle jetzt schon echt lange aus und ich weiß nicht, wann es endet. Es wird schwierig. Ich sage, wie es ist, es wird halt echt schwierig aktuell. Ich habe auch schon versucht, halt hier so zu streamen, ne, im Liegen. Das geht halt auch nicht, ne, also da dachte ich, okay, vielleicht kannst du damit ein bisschen Gameplay streamen, aber es ist unmöglich, nicht. Geht leider nicht. Es scheint darauf hinaus, dass ich wirklich nur diese Sofa-Streams machen kann. Und das ist halt kacke. Und die Schmerzen nehmen auch langsam überhand. Deswegen muss ich dieses Video kurz halten. Ihr wisst Bescheid. Es wird den meisten halt auch so scheißegal sein, ne? Dieser Kanal ist halt tot, ich weiß. Und es ist euch auch egal. Ist nicht schlimm, wenn es euch egal ist. Aber ich melde mich bei den Leuten, die eventuell noch Interesse an mir haben. Von daher, Leute, haut rein. Wäre nett, wenn ihr heute mal vielleicht in den Stream, falls er kommt, wenn die Schmerzen zu doll sind, kommt er halt nicht. Das wird sich zeigen. Falls er kommt, reinguckt. Ich würde mich freuen. Haut rein. Bis dann. Tschüss.